So, was Leute, zurück zu Let's Play Spellforce 3. Unsere Verbündeten sind sehr aktiv, wobei hier findet ein harter Schlagabtausch statt. Wir sollten einfach mitmischen. Ich habe hier eine kleine Armee beisammen mittlerweile und mit der gehen wir einfach jetzt mal auch ein bisschen vor und greifen das Gebiet hier an. Ja! Angriff! Ich bin bereit. Macht erstmal bitte den Turm kaputt. Der stört mich, glaube ich, am ehesten. Okay, dass da Truppen rauskommen, stört mich auch. Also, billige Truppen. Genau, die werden so einfach geplättet. Das ist cool, dass meine Verbündeten sozusagen von der Seite die malträtieren. Dementsprechend sind deren Streitkräfte auch auf der Seite gebündelt im Moment. Ich kann einfach in den Rücken fallen. Aber hier oben kämpfen sie schon ganz schön gut. Da haben sie schon mal Probleme. Ja, das ich möchte dieses Gebiet erobern. Nicht, dass meine Verbündeten auf den Gedanken kommen, das zu erobern, weil hier laufen sie schon entgegen. Die wittern da schon. Oh, neues Gebiet, das will ich gleich. Balrak, wir werden angegriffen! Da oben kommen sie oder wie? Unsere Krieger sind hungrig heute. Oh ja. Wir brauchen mehr Nahrung. Ja, mit der Nahrung ist ein Problem. Aber die Utran-Kämpfer taugen. Kann man nutzen. Ich biete freies Geleit für Kämpfer. Ihr dürft euch mir ruhig anschließen im Krieg. Wobei, ich muss ja bloß das Hauptgebäude killen. Auch schön. Man merkt, die Entwickler haben sich so gegen Ende des Spiels. Ich gehe jetzt mal langsam davon aus, dass wir langsam gegen Ende sind. Mal sehen wir auf jeden Fall. Da haben sie sich richtig ins Zeug gelegt mit den Beschreibungen von Quests. Siegt. Naja, warum nicht? Pragmatischer Umgang. Genauso wie mit der Heirat. Entscheide du. Kein Bock. Ist mir egal. Hochzeit ist sowieso so eine Pillepalle-Entscheidung. Entscheide einfach du für mich. Wo ist denn jetzt das Hauptquartier von denen? Ah, da ist es. Oder was ist das? Nee, das ist eine Kanone. Hm? Wird schon schief gehen. So, hier die Reinheit muss ich erstmal wegmachen. Oh shit, wo kommen denn die Reiter her? Wir haben ja hier noch ein. Das ist das Nest voller Gebäude errichtet. Reitern. Okay. Balrak, wir werden angegriffen! Ja. Sie werden fallen. Könnt ihr mal auf die Seite mit rüberkommen? Ich habe hier ein bisschen zu kämpfen. Guter Plan. Genau, mach mal hier alles weg. Schön. Oh, ich finde es super, wenn so ein Untoter seinen Spezialangriff macht, wo alles attackiert wird. Ja, gut. Müsste das Hauptquartier von denen sein. Machen wir platt und dann ist GG. Auf jeden Fall ein cooles Event. Ja, so eine Armee der Reinheit kommt an und will drei Armeen kaputt machen. War nicht die klügste Entscheidung der Reinheit. Aber das war eine von vielen nicht klugen Entscheidungen in letzter Zeit. Gute Arbeit. Ich glaube, das waren alle. Gehen wir zurück zum Lager und besprechen das weitere Vorgehen mit Lord Wulfgar und Lord Halid. Danach reiten wir zurück nach Mullandir. Gerne. Das war ein ziemliches Chaos. Das war deutlich einfacher als erwartet. Oh. Was ist? Toll. Wohin? Geht zurück und sprecht mit Anga. Das wäre wahrscheinlich meine Quest gewesen, hätte ich Anga nicht in meiner Truppe dabei. Aber ich habe ja Anga dabei. Kann ich mit ihm auch reden? Wahrscheinlich muss nach Mullandir zurück und mit ihm reden. Oh, schaut euch die Ressourcen an.
Nur um sich... Oh, Moment, war dort oben? Ja, genau, dort oben war doch ein Dorf. Nur um zu sicher zu gehen, schaue ich nochmal die Ecken ab, ob hier nicht Loot irgendwo rumliegt. Toll, ihr baut euch hier jetzt auf. Euch gehört wohl das Gebiet, hä? Schaut euch das an. Die erobern hier das Gebiet. Meine Orks hatten dieses alles unter Kontrolle. Jetzt kommt diese. Hier ist nichts. Hätte sein können. Warum nicht? Ja, und die Roten lauern schon. Oh ja, genau dort oben. Da war doch dieser Kreis. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es mit dem auf sich hat. Vielleicht ergibt es jetzt Sinn, so nach dem dritten Besuch. Vielleicht hätte es auch beim ersten Besuch. Hätte ich beim ersten Besuch dorthin gemusst. Da bin ich ja straight hier durchgerannt und da rein. Da habe ich nicht viel Zeit der Umgebung gegeben. Ey, Halit, die breiten sich jetzt aus. Die würden gerne das einnehmen. Aber es ist mein Gebiet. Die würden eiskalt sich ausbreiten, ohne Rücksicht. Na schön. Für die Königin! Da lang? Da kommen wir wieder. Da drüben hin? Gut. Kein Plan. Wenn der doch wenigstens hierhin laufen würde, dann würde es vielleicht einen Sinn ergeben. Ich hätte gedacht, alle drei zu besiegen, aber naja. Gehen wir. Das war ein schneller Sieg. Entschuldigung. Dieser Husten ist penetrant. Okay, wir haben die Häuser prinzipiell verbündet, würde ich sagen, oder? Wir müssten jetzt langsam eine riesige Armee haben, oder? Soll ich mal hier vorbeischauen? Sicherheitshalber? Ich gehe mal davon aus, wenn wir eine riesige Armee haben, dann marschieren wir. Wir haben ja nichts mehr anderes. Ah, komm, wir besuchen es nochmal. Vielleicht hat sich ja was geändert. Südlich von Leonida und östlich von Halit liegt die glühende Wüste. Aber nur wenn Questzeiger da ist. Wenn nicht, dann gehen wir nach Mulandir. Sie wird ausschließlich von den Staubkriechern bewohnt, einem nomadischen Orkstamm, der die Dünen auf der Suche nach frischem Wasser durchwandert. Ich bin bereit. Oase, sieht nichts, hier ist der Drache. Der kann gerne mitkommen. Geht zur Wüstenoase. Tja. Kann nicht erkennen, welchen Zweck und Sinn es hat. Schade. Halt, da stand was. Geht zur Wüsten... Egal. Naja. Das war cool, die Armee des Gegners zu zerschmettern. Aber sowas hätte ich mir für eine Endmission vorgestellt. So eine Endmission, wo die drei Lager verbündet sind und dann eine Welle nach der nächsten schicken und ich mit meinen Helden mittendrin und kämpfe mich durch Massen von Gegnern. Das wäre eine coole Endmission, finde ich so. Ja, das hat schon Warcraft 3 zum Beispiel gemacht. Der ein oder andere hat es vielleicht mal gespielt, Warcraft 3, das Hauptspiel jetzt meine ich, am Ende ist richtig cool gemacht. Eine große verbündete Armee nach der anderen, die sich dem bedrohlichen Ende der Dämonen in den Weg stellt. Das war richtig cool. Oh ja. Das war episch. Blizzard kann episch. Die können leider... Ja, die können... Blizzard hat eine Fähigkeit. Die machen Spiele, die haltbar sind. Diablos haltbar, Heroes of the Storm... Nicht so erfolgreich wie League of Legends oder Dota, aber trotzdem auch nicht schlecht. Hearthstone sowieso. Ja, World of Warcraft. Die haben einfach Spiele, die taugen was. So, immer noch. Jetzt, was ist denn das hier?
Wie weit muss ich denn noch voranschreiten? Ich dachte, das Ende ist irgendwie nah. Mensch. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es doch noch nicht nahe. So, also oben ist auf jeden Fall. Geh zurück und sprich mit Anger. Gut. Ich möchte aber jetzt immer noch erstmal probieren. Ach so, ich glaube, das wurde einmal angepasst. Okay, es fehlt irgendwas. In beiden Fällen. Das ist Mist. Na gut, Anga, wie geht's jetzt weiter? Was machen wir als nächstes? Häuser sind zusammen, Armee ist groß. Angriff. Ihr seid zurück, sagt mir Taha. War es wirklich nötig, Myra diesem Mann zu geben? Es war für das höhere Wohl. Sie hat es selbst gesagt. Sie ist nicht sie selbst. Und das wisst ihr ebenso gut wie ich. Hoffen wir einfach, dass alles gut geht. Hoffen wir es einfach. Aber wie dem auch sei, sowohl Haus Wulfgar als auch Haus Halit werden uns gegen die Reinheit unterstützen. Ich muss zugeben, dass ich das nicht für möglich gehalten hätte. Dieses Bündnis erhöht unsere Chancen auf einen Sieg erheblich. Jedenfalls ist es sinnlos, das Unvermeidliche noch weiter hinauszuzögern. Wir sollten die bevorstehende Schlacht besprechen. Seid ihr bereit? Ja! Bin ich. Gut, dann rufen wir eure Gefährten. Danke, dass ihr gekommen seid. Nicht. Ich nehme an, ihr kennt den Grund für dieses Treffen. Die finale Schlacht steht bevor. Ja! Wir werden Graufort wieder einnehmen, Lakaien töten und Tahars Mutter retten. Ihr alle wisst, was auf dem Spiel steht. Wenn wir diese Schlacht verlieren, gibt es niemanden mehr, der Lakaien noch aufhalten kann. Und dank Ulrik Wulfgars Verrat weiß Lakaien, dass wir kommen. Arnor? Ja, Lakaien hat seine Armee hinter der Brücke auf der Königskreuzung versammelt. Dort müssen wir sie zurückschlagen. Die Goldene Straße. Ja, wie ihr alle wisst, mündet fast jede Handelsroute Nordtandas in der Goldenen Straße. Und sie ist sehr leicht zu verteidigen. Der Fluss der Königin zieht eine klare Linie zwischen Graufurt und der Seite, von der aus wir kommen werden. Was ist der Plan? Leider gibt es nur eine Möglichkeit. Frontalangriff. Wir müssen ihre Verteidigung zertrümmern wie ein Kriegshammer eine Rüstung. Und hier kommen Haus Wulfgar und Haus Halit ins Spiel. Sie werden die Straßen an den Stellen blockieren, wo der Feind Verstärkung schicken könnte, um uns in die Zange zu nehmen. Ohne sie wäre dieser Kampf um einiges härter. Sobald wir ihre Armee geschlagen haben, rücken wir nach Grauschanze vor. Gegen die Feste mit einer Armee zu marschieren, würde uns zu einem leichten Ziel machen. Also werden wir stattdessen eine kleine Elitetruppe einschleusen. Dann bringen wir es zu Ende. Fragen? Ja. Wie groß ist Ihre Armee? Gewaltig. Wir haben bereits die Gegend erkundet. Sie haben Totenmänner, Lichtbringer, Eiserne und die Geißel Aonirs. Und das Fußvolk. Was wiederum heißt, dass Lakaien uns als echte Bedrohung betrachtet. Aber das ist gleichzeitig eine Chance. Wenn wir diese Schlacht gewinnen, haben wir die gesamte Reinheit mit einem Schlag vernichtet. Wie ich bereits sagte, wir schlagen der Schlange den Kopf ab. Gut, dann bereitet euch vor. Lakaien wird keine Gnade zeigen und wir werden es auch nicht. Ich will, dass jede Klinge geschärft ist. Das wird die einzige Chance sein, die wir bekommen. Wohl gesprochen, Taha. Jetzt bereitet euch vor. Wir brechen zu Tagesanbruch auf. Ah, ja. Oh. Über die Bisch. Oh, ja. Mhm. Nun, was haben wir denn hier? Oh, das sieht besonders aus. Robe des Verräters, jawohl. Stachel. Okay. Ich finde es passend, die Robe des Verräters am Ende zu tragen. Oh ja, die ist deutlich besser als meine.
glaube ich zumindest. Ja. Toll. Ein Tick dunkler. Was ist? Boah, wir müssen jetzt mit allen, also optional natürlich, wir müssen jetzt mit allen reden. Nicht optional, weil es gibt hier keine andere Quest. Oder doch? Oh, eine Königskreuzung. Ist das ein neuer Ort? Gebt euch zur Königskreuzung. Scheinbar. Alles klar. Aber vorher werden wir mit Iana sprechen und mit allen Gefährten. Fangen wir mit Go. Na, sieh mal. Hey. Alles in Ordnung? Machen die Aschewütter Probleme? Nein, es ist alles gut. Sie respektieren mich und sie respektieren euch. Und solange das so ist, werden sie keinen Ärger machen. Zumindest uns nicht. Beschäftigt euch etwas? Ihr wirkt nämlich, als wärt ihr ein bisschen durch den Wind. Könnt ihr es euch nicht denken? Es geht um Kagan. Ja, hört her, Taha. Die Sache mit dem Messer. Ich hätte das nicht tun dürfen. Ohne mich wären die Feuerzähmer zerfallen. Und ihr hättet den Preis dafür zahlen müssen. Nur für meinen kleinen Moment der Katharsis. Worauf ich hinaus will. Es tut mir leid. Es war egoistisch. Und es war dumm. Also hättet ihr es wirklich getan? Ja, Taha. Hätte ich. Ja, der muss ihn nicht entschuldigen. Hallo, was geschehen ist, ist geschehen. Guter Mann. Ihr müsst euch nicht entschuldigen, Gor. Jedenfalls bin ich froh, dass wir ihn nicht töten mussten. Ich fühle mich erleichtert. Zumindest ein bisschen. Gibt es sonst noch etwas, das ihr braucht? Ich habe mir schon gedacht, dass ihr nochmal auftaucht. Warum? Weil ihr es einfach liebt zu reden. Aber wisst ihr was? Mir gefällt's. Früher habe ich es immer gehasst, meine Gedanken anderen mitzuteilen. Erst recht meine Gefühle. Es erschien mir einfach so, ich weiß nicht, überflüssig, sinnlos. Und jetzt? Naja, ich stelle immer noch Taten über Worte. Aber habe gemerkt, dass es ab und an helfen kann, sich mitzuteilen. Und wo wir schon davon sprechen, es gibt da noch was, das ich loswerden muss. Danke. Ich weiß nicht, ob ich es ohne eure Hilfe geschafft hätte, die Feuerzähmer zu vereinen. Versteht mich nicht falsch. Ich weiß, dass ihr es hauptsächlich getan habt, weil ihr an den Äxten unserer Krieger interessiert wart. Aber dennoch, es hat mich meinem Ziel ein Stück näher gebracht. Die Ork-Kultur neu zu definieren? Nein, sie wiederzufinden, den großen Stamm wiederherzustellen, den Lebenskampf zu leben und zu ehren, ohne dabei zu diesen grobschlächtigen Idioten zu verkommen, in die Krell uns verwandelt hat. Wie auch immer, genug der Worte. Wetzt eure Klinge, Taha. Wir werden sie brauchen. Ich habe einen Stab. Sehr schön. Ah, ein paar aufbauende Worte am Ende. Das ist super. Okay, tun wir noch ein bisschen epische Gespräche führen. Aber das beim nächsten Mal. Und dann geht's ab in den Krieg. In den totalen Vernichtungskrieg gegen die Reinheit des Lichts. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.